So, da bin ich wieder heute mit dem Bitpanda-Update und wir sehen, wir sind wieder im Plus die Woche. 2861 Euro im Plus. Ja, wir sind wieder über den 40.000. 50.000 wären schön, aber wir sind wieder über den 40.000. Gut, was ist passiert? Ja, also die Rewards habe ich bekommen, das waren 310 Best, also zum damaligen Zeitpunkt fast knappe 200 Euro. Dann habe ich um 50 Euro Best gekauft, also 72 Best. Und mein monatlicher Sparplan wurde auch ausgeführt. Sind nochmal 30, 35 Best, also so knapp 100 Best noch extra drauf. Gut. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht gekauft. Auf Binance habe ich noch ein bisschen Reef gekauft, ein bisschen Matic, weil ich in die Positionen schon mal so ein bisschen reingehen will. Über Reef werde ich wahrscheinlich dann eh noch ein eigenes Video machen und euch das zeigen dann, sobald die Plattform live ist. Falls ihr vorher schon was wissen wollt, dann sagt einfach Bescheid, dann können wir auch schon früher drüber reden. Genau. So, dann schauen wir uns mal den Chart an. Also, wir sehen hier den Lizard Dragon. Jetzt kommt der Drachenkopf. Ja, und bald spuckt er Feuer und dann sieht das Ganze so. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Wow, jetzt geht das nicht mehr weg. So, dann schauen wir uns mal den Chart an. Also ich finde, es schaut sehr bullisch aus eigentlich noch. Es schaut eigentlich genauso aus, wie ich es mir erwartet habe. Dass wir so ein bisschen seitwärts gehen, bevor wir wieder den nächsten Anstieg machen. Sobald wir dann das Top brechen. Glaube ich, sehen wir wieder exponentiellen Wachstum. Ja, wenn wir einfach zurückgehen in der History, dann schaut das schon sehr ähnlich aus zu dem Zeitpunkt, wie zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind. Wenn wir noch weiter zurückgehen. Gut, das hat noch ein bisschen bullischer ausgeschaut, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind wir wieder an dieser Bullenflagge sozusagen. Also ich glaube, wenn wir wieder das alte Hoch durchbrechen, dann sehen wir wieder lustige Gains, glaube ich. Wie weit es rauf geht, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht sehen wir dann schon die 1 Euro oder drüber. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist echt schwierig zu sagen. Aber ja, wenn ich es einzeichnen müsste, würde ich denken, dass es ungefähr so ausschaut. Dass wir bis dahin aufgehen oder so. Ja, aber ist jetzt nur so eine Einschätzung und dann wird es wahrscheinlich wieder gehen. Also, wenn ich jetzt die Kurve einzeichnen müsste, würde ich, in meiner Vorstellung schaut es so aus. Ja, wir können ja wann ist es im April, am 18., 17. April, können wir ja das Video wieder aufrufen. Erinnert es mich dran, wenn ich das vergesse. Vielleicht schaut es auch ganz anders aus. Vielleicht geht es auch. Ich hoffe nicht. Aber ja, das sehen wir dann in der Zukunft. Also ich bin gespannt. So, gut. Dann kommen wir noch zu den Fragen. Ich habe die Frage bekommen, ob ich mit dieser Summe ein Bestwahl bin. Ja? Und ich fand die Frage ganz lustig, ja? Weil wenn man das so in mehrere Säugetiere einteilen müsste, glaube ich, wäre ich am besten Plankton. Mit 50.000 Besten bist du, glaube ich, ein Plankton. Ja. Also mit 500.000 bist du wahrscheinlich ein Fisch und ein Wal bist dann so mit, ich weiß nicht, 1 Million plus, 2 Millionen plus, schätze ich mal. Ja. Gut. Nur mal so. Also. Wir sind das Plankton-Level hier, ja. Gut. Was war die nächste Frage? Genau, ob man immer noch in Best investieren soll, ja. Und dazu werde ich euch jetzt das Foto von einem Freund von mir einblenden. Da seht ihr mal, wie viel Rewards der bekommt. Und der macht nichts anderes als monatlich, ich glaube 500 Euro sind es, wenn ich mich nicht täusche, im Best zu investieren und ab und zu, wenn er mehr übrig hat, investiert er mehr, ja. Und
der kriegt jetzt schon Rewards, die sind ja abnormal von Gut und Böse, ja. Also der hat eine monatliche Dividende von 732,86 € in Euro gerechnet. Ja, im Best sind es 1000 Best. Jetzt stellt euch vor, der kriegt, Best steigt jetzt auf 3 €, dann kriegt er 3000 € im Monat plus auf sein Portfolio dafür, dass er Best hält. Also das ist einfach die Macht, die es hat, ja, dass es, und also dieser Interest, der dann entsteht einfach. Ihr müsst euch vorstellen, wenn euer Portfolio dann von selber um 1000 Best wächst, ja, und Best ist dann bei einem Euro, dann wächst euer Portfolio jedes Monat um 1000 €, ohne dass ihr irgendwas noch zusätzlich machen müsst. Ja. Also was er macht, ist halt, er optimiert seine Best Rewards noch. Das heißt, er schaut, dass er auf das Volumen kommt. Dafür tauscht er dann die Tether in Gold und wieder zurück, bis er das Volumen hat, um noch mehr Rewards zu bekommen. Und mit dem Rest, die tauscht er dann auch noch im Best, genau. Also ihr müsst euch einfach nur überlegen, was ihr machen wollt, welche Strategie ihr folgen wollt, ob ihr jetzt eher spekulieren wollt oder investieren wollt. Kurz nur zur Aufklärung, spekulieren ist eher kurzfristig. Ihr wollt in einen Coin reingehen, wenn er gestiegen ist, wollt ihr es verkaufen und wieder draußen sein, ja. Dafür ist, glaube ich, Best jetzt nicht so optimal. Ich glaube, Best ist eher für Leute, die langfristig investieren wollen, die immer wieder was investieren wollen und so ihre monatlichen Rewards erhöhen, ja? Weil das ist das Ausschlaggebende in diesem ganzen Spiel, dass das extrem auf den Zinseszinseffekt spielt, ja? Weil die Rewards auch in Best ausgezahlt werden und nicht in Euro. Das heißt, sollte der Best runterfallen, könnt ihr mehr Best einkaufen. Sollte der Best steigen, habt ihr mehr Geld in Rewards. Ja? Also wie auch immer es, in welche Richtung es geht, ist beides gut für den langfristigen Investor. Ja? Dass der Preis in ein paar Jahren nicht mehr da sein wird, wo er jetzt ist, das wird hoffentlich allen klar sein. Wo er genau hingeht, das ist immer alles so Fugazi. Ja? Also wie sie, das kannst du nicht greifen. Ja? Weil unser Gehirn kann das auch nicht richtig verarbeiten, exponentiellen Wachstum. Ja? Also wir können uns das auch nicht richtig gescheit vorstellen, wo das Ganze hinwandern kann. Ja? Also das hat in meinen Augen noch sehr viel Potenzial auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, für kurzfristige Spekulationen sind wahrscheinlich eher Newcomer-Coins, wo irgendeine News bald ansteht, wo ihr vorher die Gerüchte einkauft, dann wenn die News rauskommt, sozusagen die News verkauft, das sind eher so bessere Sachen zum Spekulieren, ja, also für kurzfristige Gewinne. Ja. Nur meine Meinung, ja, genau. Ja, ich habe euch jetzt voll zugelabert. Das nächste Video ist dann das Chilis-Video, dann kommt das Symbol-Video, vielleicht machen wir dazwischen eine, ich beantworte die Fragen, wenn noch mehr Fragen kommen, und dann ist es schon wieder Wochenende. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video.